Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Hoffnung ist ein bedeutendes Wort in dieser turbulenten Zeit. Und Hoffnung dürfen wir haben, weil wir Jesus kennen und an unserer Seite haben. Wir leben nicht in der Dunkelheit, sondern im Licht. Er führt uns heraus aus der Dunkelheit. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute machen wir wieder weiter im Psalm 23. Er weidet mich auf saftigen Weiden. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon, heute bis 13 Uhr. Er weidet uns auf saftigen Weiden. Du sagst, was soll das? Ich bin kein Bauer, ich bin kein Schaf oder was auch immer. Ich habe mal eine wunderbare Erläuterung bekommen. Wir stellen uns eine Weide vor, wie wir sie im Allgäu oder im Schwarzwald sehen, saftig. Und wenn die abgefressen sind von Schafen, dann geht man ein paar Meter daneben und da hat es wieder richtig Gras. David war nicht im Schwarzwald und David war auch nicht im Allgäu. David war in der Wüste, in einem Land, wo sehr viel Wüste ist. Und da gibt es nicht viel zu fressen für die Tiere. Die Weide, da hat es manchmal ein paar Büschchen und das war's, aber nicht für ein Jahr. Und in der Wüste in Israel ist es so, dass immer wieder so alle Monat oder alle zwei Monate richtig regnet und alles auf einmal regnet. Und da schwemmt so vieles weg. Es ist total gefährlich in dieser Zeit dort zu sein. Flüsse haben auf einmal Wasser, die vielleicht Jahre kein Wasser mehr hatten. Es schwemmt alles weg und in dem Moment kommt für ein Jahr Wasser runter. Und der Fleck ist ein Jahr grün. Und zur Zeit David war es so, es war ein Segen, wenn ein Hirte so einen Fleck in der Wüste gefunden hat. Heute können wir es über Flugzeuge und über Satelliten richtig leicht erkennen, wo hat es eine Weide. Aber damals, wo die Wüste so groß war und keiner wusste, wo irgendwo das Wasser runterkam, und da ist es wirklich, da hat David, der ja selber ein Hirte war, sagt, er weidet mich auf saftigen Weiden. Die saftige Weide zu finden, kannst du nur mit Gott. Transferieren unser Leben rüber. Gott möchte dir oder möchte dich genau an den Platz bringen, wo jetzt das ist, was du brauchst. Das Futter für deine Seele, für dein Leib, für dein ganzes Leben, wo du jetzt gerade brauchst. Wo es vielleicht letztes Jahr nicht war, wo es nächstes Jahr nicht sein wird. Er möchte es dir zeigen. Ich danke dir, Herr, dass du wunderbar, Herr, jedem zeigst, Herr, wo die jetzige saftige Weide ist, die du zubereitet hast, Herr, die du richtig feucht und nass gemacht hast, dass Frucht entsteht, die wir genießen dürfen, wo wir weiden dürfen und alles haben, was wir zu unserem Leben brauchen. Lass es uns erkennen, lass uns aber auch bereit sein, unser dürrer Platz zu verlassen, unsere Wüste zu verlassen, Herr, an dem Platz, wo du uns die Weide, das Wunderbare zubereitet hast. Amen. Menschen haben uns geschrieben, die Gottes Hilfe brauchen. Und eine Frau schreibt uns für ihre Freundin. Liebe Isolde und Daniel, bitte betet für meine Freundin. Sie hat schwere Depressionen und ist auch körperlich ganz abgemagert. Sie hat nicht mehr die Kraft, dagegen zu kämpfen. Bitte um Gottes Hilfe. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, diese Freundin. Und ich danke dir, dass alle Macht der Depressionen gebrochen ist. Danke, Jesus, dass du auch Depressionen ans Kreuz genommen hast, dass du das Licht in diese Person, in diese Freundin hineinkommst und dass diese Depressionen verschwinden. Danke, Jesus, dass du das Licht bist und dass jede Dunkelheit vertreibt und dass diese Depressionen entmachtet sind durch dein Blut. Und ich danke dir, dass sie wieder Freude hat, dass sie wieder Mut hat und dass sie wirklich
ja, voller Freude dir nachfolgen darf. Danke, Jesus, dass du ihr wieder neue Kraft schenkst, dass du ihr alles gibst, was sie braucht. Danke, Jesus, und dass diese Depressionen ein Ende haben. Im Namen Jesus. Amen. Und folgende Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Bitte beten Sie für mich. Ich werde von einer Person aus meiner Familie drangsaliert. Bitte beten Sie, dass diese Person mich in Ruhe lässt und ich in Frieden leben und arbeiten kann. Bitte beten Sie auch um einen Geldsegen und Erfolg bei meiner Arbeit, da ich sehr arm bin. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst und dass du auch weißt um dieses Drangsalieren von der Familie. Und ich danke dir, dass du da Frieden hineinbringst, dass du da wirklich hineinkommst mit deinem Frieden, mit deiner Freude und dass das aufhört. Danke, Jesus, dass du auch diese Person versorgst, dass du der Versorger bist und dass du auch jeden Mangel ausfüllst, auch finanziell. Danke, Jesus, dass diese Armut ein Ende hat und dass dieser Armutsgeist besiegt ist und dieser Armutsgeist entmachtet ist. Danke, Jesus. Du bist der Herr und du versorgst diese Person, dass sie sich nur wundern kann. Danke, Jesus, dass du da mitten hineinkommst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen. Liebes Missionswerk, Ihre Gebete und die Gebetserhörungen ermutigen mich sehr. Bitte schließen Sie auch meinen bisher unerfüllten Kinderwunsch in Ihr Gebet mit ein. Dadurch bin ich manchmal sehr verzweifelt und mir fehlt der innere Frieden. Danke, dass Sie mich in Ihr Gebet aufnehmen. Ja, auch dafür beten wir sehr, sehr gerne. Wir haben schon so viel erlebt, wo Menschen, Ehepaare zur Gebetsnacht zum Beispiel kamen und 9 Monate später konnten sie ihr Kind in der Hand halten. Aber ich sage es immer wieder, nicht wir tun es, sondern Gott tut es. Gott erhört Gebet. Und danke, Herr, dass du auch dieses Gebet erhörst, Herr. Du siehst diesen Kinderwunsch. Und Herr, du siehst auch den ganzen Organismus dieses Ehepaars. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, bringe du Heilung. Herr, bringe du wunderbar eine Entspanntheit hinein, Herr, in den ganzen Organismus. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wirklich, Herr, wir ein Kind freisetzen dürfen, möchte ich so sagen. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir das erleben dürfen, dass dieses Ehepaar, Herr, in 9 Monaten ihr Kind in den Händen halten darf. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Tochter schreibt für ihre Mutter. Ich bitte um Gebet für meine Mutter. Es geht ihr sehr schlecht. Sie hat starke Brustschmerzen durch starke Hustenanfälle, Atemnot und große körperliche Schwäche. Vielen herzlichen Dank für ihr Gebet. Ja, mein Herr, mein Gott, danke, Herr, dass Jesus ans Kreuz ging für alle unsere Schuld und Sünden, aber Herr, aber auch für die Krankheit. Herr, ich danke dir dafür, dass sie besiegt ist. Und ich danke dir dafür für neue Kraft, überdimensionale Kraft, Herr. Herr, in diese Frau hinein und dass die Schmerzen verschwinden, Herr. Dass alles, auch die ganzen Ursachen, Heilung hineinkommt, Herr, dass Friede hineinkommt in diesen Körper hinein. Ich danke dir dafür, Herr, dass ein richtiges, tolles Durchatmen wieder möglich ist, ohne Schmerzen. Danke, Herr. Amen. Amen. Es ist so schön zu sehen, wie Gott immer wieder Wege hat, um Menschen zu helfen. Versöhnung passierte, schreibt uns eine Frau. Mein Mann und ich waren letzten Freitag bei meinem ältesten Sohn zu Besuch. Er und seine Familie haben uns sehr freundlich aufgenommen und somit haben wir uns versöhnt. Danke, Jesus, und euch für die Gebete. Wie schön, wenn eine Familie wieder versöhnt ist. Eine Frau freut sich, dass Gott immer wieder hilft und sogar bei einem Haus in Italien hat er eine Lösung und sie schreibt, ich musste einen zweiten Test wegen Blut im Stuhl machen. Es ist alles gut.
Gott ist groß, immer wieder hilft er uns. Auch beim Wasserschaden im Haus in Italien gibt es eine gute Lösung. Ich muss keine Mehrwertsteuer zahlen und die Versicherung hat auch etwas zugeschossen. Gott sei Dank und danke für eure Gebete. Wie schön. Und da freuen wir uns mit. Eine Frau aus Norddeutschland schreibt, keiner hätte das für möglich gehalten. Vor längerer Zeit bat ich um Gebet für unsere 85-jährige Mutter, die an Altersdepressionen leidet und nicht mehr aufstehen konnte. Sie konnte gar nichts mehr, war sehr schwach und bekam Medikamente. Was niemand für möglich gehalten hatte, geschah. Meine Mutter stand wieder auf. Seit kurzem geht sie auch wieder spazieren, hat schon wieder gekocht und macht Pläne für das nächste Jahr. Ich bin sehr dankbar für euren Dienst. Vielen Dank für eure Gebete. Jesus gebührt alle Ehre. Ja, und das ist wahr. Ist das nicht wunderbar? Da meint man, es geht zu Ende und Gott greift ein. Ja, irgendwann wird mal ein Ende sein unseres Lebens. Das ist rein biologisch so, ist auch gewollt von Gott. Aber wie wunderbar, wenn Gott wieder jemand aufrichtet, wo man gar nicht dran gedacht hat. Hast du was erlebt mit Gott? Lass es uns wissen. Wir sind gespannt auf deine Nachricht auf WhatsApp. Ja, der Tipp des Tages. Lebst du mehr in der Wüste als auf einer saftigen Weide? Prüfe mal dein Leben so ganz in der Stille. Prüfe es mal, ob du dich vielleicht festgefahren hast, dass eine Weide vielleicht da ist, aber du gar nicht möchtest von deinem Platz weggehen. Du möchtest gar nicht da weggehen, weil der Platz, du hast dich so dran gewöhnt. Auch in der Wüste kann man sich festfahren. Auch an eine Wüste kann man sich gewöhnen. Man sollte sich nicht daran gewöhnen. Es sollte immer der Wunsch sein, wieder auf saftige Weide zu kommen. Vielleicht ist es heute für dich der Anstoß, wirklich deine Wüste zu verlassen und sagen, ja, Herr, zeige mir die saftige Weide. Ich möchte all die festgefahrenen Routinen verlassen. Ich möchte auf die frische Weide. Wenn du Nöte oder Sorgen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Wir haben einen Gebetsleitfaden geschrieben und dieser Leitfaden, in diesem Leitfaden findest du viele, viele Möglichkeiten, Anregungen fürs Gebet. Das ist nicht ein Gebetsbuch, sondern wirklich Anregungen fürs Gebet. Wir würden ihn dir gerne kostenlos zusenden. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Schön, dass du mit dabei warst und wir verabschieden uns von dir und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.